Kopfgucker TV empfiehlt. Ich möchte Sie heute in der Creperie zum dicken Engel begrüßen. Ich lade Sie heute zu einer herzhaften Variante eines Crepes ein, und zwar eine Galette aus Buchweizenmehl mit Roquefort, Karamellbirne und Portweinpflaumen. Für die Füllung brauchen wir Butter, Birne, Roquefort, Rohrzucker, Portweinpflaumen und Himbeerbalsam. Als erstes machen wir ein bisschen Butter in die Pfanne. Eine schöne Birne. Die machen wir uns erstmal klein in Spalten. Die Schale kann ruhig dranbleiben, das sieht dann ein bisschen schöner aus. Und dann schön pfeffern. Dann machen wir ein bisschen Rohrzucker rein. Ich nehme ganz gerne Rohrzucker, weil der ein bisschen karamelliger schmeckt. So, jetzt kommt ein wenig Himbeeressig dazu, Himbeerbalsam. Und ein Zweigchen Rosmarin. Das Ganze so ein, zwei Minuten köcheln lassen. Und dann wird mit Birnensaft abgelöscht. Und jetzt löschen wir ein bisschen ab. Während die Füllung vor sich hin köchelt, kann man sich schon mal um die Galette kümmern. Platte schön einfetten, sonst bleibt es kleben. Das ist ein Teig aus 100% Buchweizen. Vollkommen glutenfrei. Deswegen können auch Leute mit Glutenunverträglichkeit dieses Galette essen. So sieht das dann aus. Die Galettes stammen aus der bretonischen Küche. Sie waren das sogenannte arme Leute-Essen, während Weizenkrebs dann schon für die etwas reicheren Leute war. Braucht jetzt einen Moment, bis man es drehen kann. Das geht schon. Ja. So sieht die Füllung dann aus. Schön karamellisiert, nicht zu flüssig. Das ist gut so. Jetzt wird das Ganze nochmal gedreht, damit die Galette nicht zu trocken wird. Wird sie gebuttert. Das ist eben so ein richtiges Bauernessen, wo richtig deftig viel Fett rankommt. So, jetzt haben wir den Roquefort hier. Das ist ein französischer Edelschimmelkäse. Dann haben wir hier unsere Portweinpflaumen. Das sind Trockenpflaumen in Portwein einfach eingelegt. Ein paar Tage ziehen lassen. Dann kommen die Birnen damit drauf. Schön in der Mitte verteilt. Und jetzt wird das Ganze eingeklappt. Wie so ein Briefumschlag. Und nochmal gebuttert. Da kommt jetzt noch der Rest der Füllung mit drauf. Zur Deko noch ein wenig Feige. Feldsalat. So. Und so sieht dann die fertige Galette aus mit Roquefort, Portweinpflaumen und Karamellbirnen. Guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de